Welcome to the Dog Festival. Willkommen beim Dog Festival. 欢迎光临 Dog Festival. Bienvenidos a Dog Festival. Добро дошли на Dog. Добро пожаловать на Dog Festival. Der Atemzug von frischer Luft. Die warmen Sonnenstrahlen auf dem Gesicht. Das glitzernde Wasser. Einfach mal abschalten. Raus aus dem Alltag. Der eine hat's leichter, der andere hat's schwerer. Aber auf dem freien Wasser, in der Ruhe, ist alles gleich. Keine Gesetze und Regeln, an die man sich halten muss. Einfach die Augen schließen und in den Träumen versinken. Na gut, also jetzt mal jeder auf seine Art und Weise. Es geht um den Film Dreamboat. Stellt euch mal vor, 3000 homosexuelle Männer an Bord eines Kreuzfahrtschiffes. Beim 7-tägigen Rave bringen die Passagiere das Deck zum Beben. Was nach hedonistischem Eskapismus klingt, entpuppt sich als Sehnsuchtsort für Männer aus Ländern, die gleichgeschlechtliche Liebe unter Strafe stellen. Deepan Kaur aus Indien war schon einer Frau versprochen und bekennt sich erst seit kurzem zu seiner Homosexualität. Der streng katholisch erzogene Pole Marek will nicht nur wegen seines gestählten Körpers geliebt werden, und der Palästinenser Ramzi lebt einfach nur eine neue Freiheit. Wir erleben ein Event in opulenten Bildern und erfahren von den Zwängen, mit denen die Männer auch im Jahr 2017 immer noch kämpfen. Dreamboat ist ein Film, der den ein oder anderen wahrscheinlich zum Nachdenken anregen wird. Schließlich soll es für jeden Freiheit geben. Genauso wie für mich heute. Und da ist es auch völlig egal, aus welchem Land man kommt oder welcher Religion man angehört. Und erst recht, ob man auf Männer oder Frauen steht. Wenn ihr euch den Film anschauen wollt, dann geht aufs Dogfest und genießt den Film. Ich springe jetzt nochmal ins Wasser. Scheiße, ist das kalt.